Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Wir sind heute für die Unterhaltung zuständig. Ich habe nur eine Frage. Wieso zum Teufel hast du mich noch nicht abonniert? Ich bin kein Verrückter, der jetzt Leute auflauern will oder sonst was, aber ich kann mich gut verteidigen und im echten Leben quatscht mich so eh keiner. Und dadurch, dass das dieser Sammy069 mein Handy gehackt hat, was auch zeigt, dass das Leute sind, die Ahnung haben von Technik und so weiter. Indem du deinen eigenen Scheiß aufgenommen hast, ja, während du TikTok live warst und es so sogar hochgeladen hast auf YouTube. Hallo? Deswegen, ich habe immer zum Beispiel gesagt, auch zu Full Ernst, ich muss mich nur zurücklehnen und zuschauen. Die Leute sind so blöd, die machen sowieso Fehler und so weiter. Die bieten mir genug Angriffsflächen. Was hast du mit dem LKA zu tun? Wolltest du die Headsets anscheißen? Das ist halt das, wenn die Leute die Kontrolle über ihr Leben verloren haben und einfach von der echten Welt, von der echten Straße und so einfach keine Ahnung haben, egal wer du bist. Und von wegen, du stehst nicht unter Medikamente. Guck mal, was für einen Arztbericht ich hier habe. Das sind genau diese Kindergartenspielchen, was sie sich einfach wie Trotteln verhalten oder was auch immer. Deswegen wundern sich immer die Leute und sagen, hey, warum kann der Mo das machen und so. Erstens kennen mich die Angels, viele, weißt, persönlich und so. Und die wissen, dass ich einfach so auf mich gut aufpassen kann und fertig. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Unternehmen und sucht einen Bewerber. Ihr habt zum Beispiel ein Callcenter und dann kommt so eine Bewerbung. Erstmal Mo seine Mutter jetzt anrufen. Ich habe viel zu tun gehabt, jetzt werden wir alle lügen, Stück für Stück, einzeln von diesen Sammy069 exposen. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Selten so einen Zombie wie Mo86 gesehen. Und ja, Mo, ich nehme dich jetzt mal kurz hops. Mo hat jetzt mittlerweile 3 Antwortvideos rausgehauen. Wo ich mir so dachte, keine Beweise. Beim zweiten, wieder keine Beweise. Beim dritten hat er genau dasselbe eingeblendet, was ich eingeblendet habe. Also frage ich mich jetzt, was hast du bewiesen? Ich will nicht lange rumschnacken, wir gehen jetzt mal auf dein Video ein. Okay, fangen wir an beim Lebenslauf. Der Lebenslauf, 2014, Callcenter. Habe ich jemals behauptet, dass ich was anderes gearbeitet habe? Er kommt mit einem Lebenslauf, der 9 Jahre alt ist, daher. Ich habe vor 9 Jahren in einem Callcenter gearbeitet. Wow, krass, okay? Mo. Dass du einen dicken Schaden im Kopf hast, weiß ich ja. Aber hast du dir mein Video überhaupt richtig angeschaut? Mich interessiert es gar nicht, wo du gearbeitet hast oder ob du gearbeitet hast oder sonst was. Ich habe mich lediglich über dich lustig gemacht. Und zwar mit dieser Szene. Aber wisst ihr, was noch viel lustiger ist? Stellt euch mal vor, ihr habt ein Unternehmen und sucht einen Bewerber. Ihr habt zum Beispiel ein Callcenter. Und dann kommt so eine Bewerbung rein. Mo prahlt ja immer so in seinen Streams, er hat so viel Geld, vor allem mit seinen Alibaba-Fake-Scheinen, ne? Der Mo hat sich Vorschussgeld von der Volkshilfe Wien, gemeinnützige Betriebs-GmbH, das könnt ihr euch so vorstellen wie Caritas hier in Deutschland. Ich habe eine Gemeindebauwohnung über die Volkshilfe. Du kannst Gemeindebauwohnung nur über Volkshilfe oder Wiener Wohnen haben. Ich zahle 427 Euro Miete und 50-60 Euro Strom. Ich habe da den Mietvertrag, das tue ich vor dem Video einblenden und nach dem Video die ganzen Beweise, da kann das auch jeder schauen. Ja Mo, das nennt man bei uns in Deutschland Hartz IV. Und wenn du diese Gespräche mit LKA und so weiter veröffentlichst, warum taggst du nicht diese Gespräche, wo ich denen gesagt habe, hey, wie blöd kommst du dir vor, ihr arbeitet doch mit den Hells Angels, ihr wolltet mich animieren, dass ich Drogen verkaufe und so weiter. Wo ist dieser Teil? Hast du den ausgelassen oder was? Ja, Mo, das ist eine gute Frage. Wo ist dieser Teil? Wenn du das schon ansprichst und ja es widerlegen kannst, dass die dir eine Falle stellen wollten und sonst was, dann frage ich mich, warum du das noch nicht eingeblendet hast, weil ich habe bisher noch nichts gefunden, wo du das schreiben tust. Und ich werde das auch dann auf TikTok so machen, dass ich in WhatsApp reingehe, in die Nachrichten reingehe, wo jeder auch das mit Datum und so weiter auch genau sieht und sieht, dass das seriös ist. Versteht ihr? Puh, also Mo, ich frag mich echt, was daran seriös sein soll, dass du als Gangster mit der Polizei kommunizierst, hm? Da ist der Unterschied zwischen mir und dir, Junge. Oh, Mo, ich kann dir den Unterschied zwischen dir und mir erklären, das ist ganz einfach. Du bist einer der größten Junkies, die auf YouTube und TikTok rumalbern. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der arbeiten geht und ein bisschen Spaß daran hat, dich hops zu nehmen. Nenn es von mir aus Mobbing. Ach, und abgesehen davon, ich sehe einfach besser aus, Digga.
warum sagst du denen nicht, dass ich denen ein SMS geschrieben habe und gesagt habe, hey, ihr seid Schachmatt? So, Mo, ich erkläre dir mal das Spiel. Ich habe dich aus der Reserve gelockt, genauso wie damals mit dem Thema Michel, die tot in deiner Wohnung lag und so. Und jetzt bist du dran, dich zu rechtfertigen, okay? Das bedeutet, du musst uns jetzt und den Zuschauern beweisen, wie es ist. Ihr seid es doch, die minderjährige Frauen am Gürtel verkaufen, Schutzgeld eintreiben und so weiter. Mo, ich weiß echt nicht, wen du jetzt meinst. Meinst du jetzt die Polizei oder meinst du jetzt die Hells Angels? Das musst du uns nochmal genauer erklären. Warum lachst du diese Sachen aus, Bruder? Jo, Digga, was ist los mit dir? Du nennst mich Bruder, wie du fasst unsere Tarnung auf können. Willst du uns ficken oder was? Wir müssen noch weiter Klicks mit dem ganzen Scheiß hier machen. Da wollte ich da langsam in dieses Thema einsteigen und diese ganzen Leute exposen. Ja, okay, Heide, ich schneide das raus. Wer hätte mir geglaubt? Ja, Digga, auf. Bis morgen. Ciao, ciao. Spasti. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt, wo ich denen sage, hier, die arbeiten mit der Polizei zusammen, ich habe denen das auch gesagt und ich habe hier vor 10 Tagen ein Video gemacht, kann jeder auf TikTok schauen. Das heißt LKA, korrupt und Hells Angels und so weiter. Ja Mo, weißt du, wie man das bei uns nennt? Ein V-Mann, ein Spitzel, Vertrauensperson. Sei stolz auf dich. Hast uns allen bewiesen, dass du ein V-Mann bist. Ja, wollte ich da langsam in dieses Thema einsteigen und diese ganzen Leute exposen. Nein, Mo, du wolltest nirgendwo einsteigen, okay? Hätte ich nicht dieses Video gemacht, wäre niemals von dir was gekommen. Aber natürlich habe ich dich wieder aus der Reserve gelockt und es wird noch weiteres kommen. Was ist passiert? Die haben mich ohne Grund verhaftet, haben mir 500 Euro Strafe gegeben und einen auf die Macht, wenn du hier die Füße nicht stillhältst. Oh, Mo, sag doch den Leuten die Wahrheit, warum du 500 Euro Strafe gezahlt hast. Nicht, weil du irgendwie von der Polizei geflaxt wurdest wegen sonst was, sondern weil du in der Öffentlichkeit immer rumschreien tust und das zum wiederholten Mal. Stellen wir dich als Verrückten dar, dann gehst du hier raus oder danach. Versteht ihr? Und dadurch, dass das dieser Semino69 mein Handy gehackt hat, was auch zeigt, dass das Leute sind, die Ahnung haben von Technik und so weiter. Mo, nicht ich hab dein Handy gehackt, sondern jemand anders ist dafür verantwortlich. Weil die Leute, die zu mir gekommen sind, die haben es im Verborgenen gemacht. Das sind andere Leute. Ja, vielleicht sollte man das auch ausbieten dann. Versteht ihr? Und mir J-Love auch geschrieben hat, davor schon vor 2 Tagen, hier, die haben das und das gesagt, dass du das und das machst. Und das hat ihm ein Hells Angel gesagt und da kann er auch nicht mehr abstreiten, dass er für die Hells Angels arbeitet. Versteht ihr, was ich meine? Mo, nochmal, für dich, für die ganz langsam Denkenden. Ich arbeite nicht für die Hells Angels, sondern für den Geheimdienst. Du hast es doch schon herausgefunden. Ich weiß, ich hätte dir auch diese Nachrichten ja gezeigt, ich hätte gesagt, das ist nicht unsere Nummer, das ist Geheimdienst. Wie willst du den Geheimdienst was nachweisen? Die sind doch nicht bescheuert. Versteht ihr? Und so habe ich den Geheimdienst sozusagen gedribbelt und ich kann euch nur sagen, versteht ihr, ich bin österreichischer Staatsbürger, aber ich bin gebürtiger Iraner, ich weiß nicht, weil ich lebe in einem demokratischen Land, aber die mögen das vielleicht nicht, dass ich hier Iran supporte, meine Heimat mag und so weiter, versteht ihr? Und ich weiß nicht, was der Grund ist, dass die hier, der Geheimdienst hier solche Pläne macht und da habe ich auch meine Familie, meine Mutter und so weiter geschützt, wenn meine Familie und so weiter gedroht wird. Und diese Leute kommen und wollen ein Spielchen machen, wo ich weiß, Alter, bin hier mein ganzes Leben kriminell. Ich bin genau der Typ, mit der bei sowas nicht in Frage kommt. Ich bin doch kein Idiot. Shit, Digga, du hast echt harte Psychosen. Digga, ich kann dir nur eine Sache empfehlen. Such dir dringend Hilfe. Du bist voll im Arsch, Digga. Dein Sprachzentrum ist total gestört. Dein Kopf ist im Arsch. Psychosenmode, Digga, du bist Feierabend. Game over. Finito. Ende. Feierabend. Und das ist genau der Punkt. Und genau das habe ich gemacht, dass ich diese Leute expose. Und ich habe auch in den Nachrichten geschrieben, was war mein Auftrag, Drogen zu kaufen, zu konsumieren oder was auch immer. Naja, und hier gibst du wieder zu, dass du mit der Polizei zusammengearbeitet hast. Sauber, Mo. Also ich weiß nicht, wie dumm kann man sein eigentlich? Wie dumm bist du, Junge? Ernsthaft jetzt? Ich habe mit meinem Geld gekauft und das war's. Jedem meiner Freunde geht es gut, jeder ist in Freiheit. Versteht ihr? Das sind deren Leute, die deren Stoff verticken und deren Taschen füllen. Vom LKA und so weiter. Das schreibe ich auch direkt in den Nachrichten rein. Oh, okay, Mo, ich werde auch langsam echt müde von deinem Gebabbel. Das ist echt anstrengend, dir zuzuhören, ja? Aber kommen wir nun zu einem anderen Thema, und zwar dein Medikamentenmissbrauch. Wo habe ich jemals gelogen? Dass ich Mittelohrentzündung gehabt habe. Krankenstandszettel, kommen wir dazu. Ich habe jedem gesagt, ich habe Mittelohrentzündung. Ich nehme 5 verschiedene Medikamente und war 3 Wochen im Krankenstand. Ich werde auch dann die Nachrichten einblenden, wo wortwörtlich steht, ich nehme keine Tabletten. Das wissen auch die LKA-Leute und so weiter. Das ist mir echt neu, dass man wegen der Mittelohrentzündung 5 verschiedene Medikamente einnimmt.
Aber gut, dass dein Arbeitgeber Bescheid weiß. Deswegen warst du arbeitsunfähig geschrieben. Und dein Arbeitgeber ist die Polizei. So wie du es gerade hier in dem Video sagst. Diese Mädchen hat nichts mit Kokain und so zu tun gehabt, okay? Das waren Medikamente. Ich habe mit Medikamenten nichts zu tun. Ach, okay. Jetzt redet Mo von der Michelle, die tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Ja, gut. Bei ihr wurde auch kein Kokain gefunden, sondern Medikamente in ihrem Körper. Sie hat eine Überdosis an Medikamenten gehabt, okay? So, ganz einfach. Und eben gerade vor ein paar Sekunden sagst du noch, du nimmst 5 verschiedene Medikamente. Also entscheide dich, nimmst du Medikament oder nicht? Beweise es uns doch einfach. Versteht ihr? Das ist dieser Unterschied zwischen mir und solchen Lügnern. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn die 10 Adressen von mir haben, warum haben die Hells Angels die Füße stillgehalten? Weil du erst vor ein paar Tagen dieses Video hochgeladen hast, wo du mit den Trovatus live warst. Du hast es selber aufgenommen, hast es bei YouTube hochgeladen. Und jetzt haben wir deine aktuelle Adresse. Bitteschön. Viel Spaß, Leute. Versteht ihr, Hochmut kommt vor dem Fall. Die haben sich gedacht, ich bin ein Vollidiot. Uff, du sagst es, Mo. Hätte mir niemand geglaubt, nicht einmal meine Familie hätte mir geglaubt. Ja, mach dir mal Gedanken, warum dir deine Familie nichts glaubt. Weil du ein Junkie bist und Junkie untereinander rippen sich ab, ne? Aber bei dir in der Familie ist ja irgendwie jeder ein Junkie. Und ich werde morgen das zur Anzeige bringen, wo ich auch wortwörtlich bringe, hier, wo ich auch genau alles aufliste, was mein Ding dabei war. Das war nur, dass ich Drogen gekauft haben und die haben gedacht, dass ich das verkaufe. Versteht ihr? Und die wollten so tun, hey, weißt du, du kannst das so machen, wenn du mit uns cool bist. Und das ist der Punkt. Und das kann ich jetzt beweisen. Danke. Oh Gott! Du willst jetzt die Polizei anzeigen, weil du für die gearbeitet hast und weil ich dich exposed habe. Okay, sauber. Mach das, Mo. Viel Glück dabei. So Leute, kommen wir zum Ende des Videos. Ich bin auch echt müde, weil Leute, ich sitze hier schon seit ein paar Stunden, muss mir dieses Gebabbel immer und immer und immer wieder anhören, ja. Guck mal Mo, du arbeitest mit der Polizei zusammen. Du gibst öffentlich gerade zu, dass du Medikamente nimmst, dann wieder nicht, dann wieder doch. Guck mal, Digga, freu dich auf Teil 3. Du bist im Arsch. Du bist im Arsch. Aber guck mal, ich kann dir eine Lösung nennen. Ich habe dir mal ein Kampfangebot gemacht. Lass uns kämpfen. Oder entschuldige dich bei meinem Sohn, der zu dem Zeitpunkt 3 war, den du aufs Übelste beleidigt hast. Entschuldige dich. Hab die Eier, sei ein Mann. Entschuldige dich dafür, weil das war nicht okay. Sollte das alles jetzt nicht passieren in den nächsten Tagen, kommt Teil 3 und dann expose ich was ganz anderes, mein Freund. Und dann geht dein Arsch runter. Ich weiß, Mo. Ich kenne das, wenn man unter Druck steht. Ist scheiße. Ich weiß, ich kenne das Gefühl. Aber wenn du willst, dass das alles aufhört, entschuldige dich oder nimm mein Kampfangebot an, weil somit kann ich mich rächen bei dir für meinen Sohn. Und solange du das nicht machst, wird das Ganze hier nicht aufhören. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpf für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nachts.